Willkommen bei LZ Parts, dem Online-Shop der Lüdemann und Zankel AG. Was habe ich heute für euch? Eigentlich ein ganz kleines, unscheinbares Teil. Das ist nämlich dieser Schließzapfen, Bolzen, Zylinder, nennt es wie ihr wollt. Auf jeden Fall der hier. Und wenn wir jetzt mal die Tür schließen, das passiert bei hier beim Admirable, wie man sieht, eigentlich schon recht gut. Tür zu, alles sauber. Beim Admirable sind die Türen ja auch gedämmt. Wir haben ein um ca. 2,5 bis 3 Kilo höheres Eigengewicht der Tür. Dadurch geht sie natürlich auch satt ins Schloss. Wenn ich das aber nur ganz leicht mache jetzt, geht sie nicht ins Schloss. Das liegt an den Dichtungen teilweise, wie auch immer. Und wir wollen ja, dass die Tür richtig sauber, gut und leise schließt. Deswegen wollen wir mal gucken, was wir jetzt hier verändern können. Ne? Und dann nehmen wir ihn mal raus. Der hat schon ein paar Abnutzungserscheinungen. Ich hoffe, ich kann das auf dem Video vernünftig klar und deutlich rüberbringen. Hier sieht man das. Dort greift immer das Schloss ein. Das Teil hier bleibt starr stehen in der Tür. Es bewegt sich nicht. Und bei diesem hier ist das ganze Kunststoff ummantelt, flexibel und dreht sich. Und den setzen wir jetzt mal hier rein. So, der hier dreht sich. Und ist aus Kunststoff. Jetzt versuchen wir das gleiche nochmal. Ganz leicht nur gemacht. Also geht sehr, sehr leicht. Wenn ich natürlich überhaupt keinen Druck mehr drauf bringe, dann passiert da auch nichts mehr. Ein ganz kleines bisschen muss ich drücken. Sonst geht sie wirklich nicht zu. Rein subjektiv, und das ist wirklich nur subjektiv, funktioniert dieser hier besser. Aufgrund des Drehverhaltens mit Kunststoff hier. Ich finde ihn teilweise sogar noch schicker. Wer es braucht, weiß ich nicht. Ich habe es auf Nachfrage eines Kunden gemacht. Er sagte, Mensch, es hat doch mal welche gegeben, die waren mit Kunststoff ummantelt, sind die leiser, wie auch immer. Alles im subjektiven Bereich. Ich wollte es euch nur einmal kurz zeigen. Das ist der Originale. Und das ist der, den wir jetzt auch ein Originalteil von Renault. Teile Nummer sage ich nicht, will ja nicht jeden schlau machen. Ich wollte es heute einfach nur mal gezeigt haben. Hoffe wieder mal, dass ich weiterhelfen konnte. Und sage natürlich auch, wie immer, bis denn dann.